Machen wir ab. Machen wir noch kurz einen Schwenk. Einführung, also wir sind hier nochmal in Berlin, der Tag nach der Demo von 2. August jetzt. Und da haben wir einen Teilnehmer und den habe ich gestern Abend auf dem Campingplatz getroffen und der wollte nochmal was dazu sagen. Und ich dachte, das können wir an das Video, das ich ja insgesamt mache, hier nicht dran machen. Bitte schön. Hallo, liebe Freunde der Demokratie. Ich war gestern auf der Demo, der abgesagten, der nicht genehmigten Demo in Berlin, die ja hauptsächlich gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet sein sollte, gegen diese überzogenen Corona-Maßnahmen. Ich bin kein Querdenker, aber ich bin ein Bürger, der sich anschaut, was in der Welt passiert, der versucht, sich ein reales Bild zu machen von vielen Seiten. Ich belese mich, ich schaue in die Medien, in die Zeitungen und muss sagen, in letzter Zeit, gerade hier in Deutschland, was vor allen Dingen speziell mit Corona läuft, das ist nicht bürgernah, nicht gesund. Und die Bürger sollten wirklich aufwachen und sich mehr mit dieser Thematik beschäftigen und nicht von den Slogans, die hauptsächlich von der Regierung oder auch von den, man muss schon sagen, gleichgerichteten Medien ausgehen, verunsichern oder völlig desinformieren zu lassen. Wir müssen die Augen und die Ohren aufmachen, sonst kann hier ganz schnell was schieflaufen, nämlich so wie gestern in Berlin, wo in meinen Augen global gegen die Menschenrechte, gegen die Bürgerrechte verstoßen wurde, mit der Begründung, wir haben ein Infektionsgesetz und wir haben eine Pandemie und eine kritische Lage. Aber trotzdem, in meinen Augen, waren das überzogene Maßnahmen, die nicht sein dürfen, die gegen die Bürgerrechte gehen, die uns immer noch zustehen, trotz den einschlägig bekannten, oder vielleicht auch nicht, viele beschäftigen sich ja gar nicht richtig damit, Gesetzen, Infektionsschutzgesetz und wie die ganzen Dokumente mittlerweile heißen. Ich war total deprimiert, was da von Seiten der Obrigkeit, will ich nicht sagen, sondern der staatlichen Stellen, Polizei, dort passiert ist. Es war in meinen Augen total überzogen. Die gesamte Allee rund um die Siegessäule bis vor zum Brandenburger Tor war abgesperrt. Sinnlos in meinen Augen, überzogen. Die Menschen sind gegängelt worden. Auch eventuell Menschen, die nicht direkt und speziell zu dieser Veranstaltung gehen wollten, sondern einfach nur spazieren gehen wollten, wurden in ihren Freiheitsrechten global eingeengt. Sie durften nicht über die Straße des 17. Juni an der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor spazieren gehen. Es war alles abgesperrt, die Menschen standen draußen, immer im Abstand. Wer die Situation kennt, kann sich ja ungefähr vorstellen, immer im Abstand von 200, 300 Meter, war die ganze große Allee vom Brandenburger Tor bis zum Reuterplatz abgesperrt und keiner konnte durch. Die Leute standen rechts, links, überall. Es waren in meinen Augen, ich bin mit dem Fahrrad drumherum gefahren, um vorzukommen bis zur Siegessäule, war keine Möglichkeit, alles abgesperrt. Ich bin den ganzen Trakt, vielleicht 10 Kilometer, eine große Runde drumherum. In meinen Augen waren das wenigstens 50.000 besorgte. Okay, das ist ein bisschen schwer zu schätzen, aber okay, gut. Wer mal eine Zahl. Die alle in ihren Bürgerrechten eingeschränkt und gegängelt wurden. Und das kann nicht sein. Okay. Das darf nicht sein. Und ich rufe alle besorgten Bürger auf. Macht euch kundig, lasst euch nicht von den Medien beeinflussen, strengt euren Kopf an, denkt mit, macht euch kundig und passt auf, dass hier dieser Moment läuft, nicht in die falsche Richtung und schief läuft. Okay. Vielleicht nochmal, darf ich noch ein kurz? Ja, sicher, ja, besten Dank, erstmal. Im Zusammenhang nochmal mit der sogenannten Pandemie, in meinen Augen ist das keine Pandemie, es ist eine Plandemie von globalen Kräften, langfristig vorbereitet. Und nun mit Einbindung der Medien, die auch alle oder der fast aller Regierungen der Welt
mit welchen Mitteln auch immer, sicherlich mit Geldmitteln, wird diese Sache jetzt durchgezogen. Der erste Anlauf, das will ich auch in dem Zusammenhang noch kurz sagen, der Probelauf war 9/11, wo die ganze Menschheit schon global beschissen wurde, verarscht wurde, so wie es von der amerikanischen Regierung dargestellt wurde, der Hergang geht's gar nicht, ist, wer sich technisch ein bisschen beschäftigt damit, ist überhaupt nicht möglich, dort sind keine Flieger reingeflogen. Die Türme sind gesprengt worden, mit entsprechendem, vor allen Dingen finanziellen und politischen Hintergrund. Und das war der erste Probelauf. Und was jetzt mit Corona läuft, das ist der zweite große Lauf oder die zweite große globale Aktion, wo es hauptsächlich ums Geld geht. Die großen Pharmakonzerne haben die Welt mittlerweile genauso in der Hand wie der militärische industrielle Komplex. Die haben sich verbündet. Und ja, die zweite Sache ist sicherlich im Hintergrund, aber noch besser verschleiert, sind politische Gründe, wo ich im Moment auch noch nicht weiß, in welche Richtung und in welchem Umfeld und in welchem Maß sich das noch entwickeln wird. Aber das sind bestimmt auf jeden Fall entsprechende Kriterien mit im Spiel, wo keiner sich, das vielleicht auch schon erkannt hat, traut im Moment die Wahrheit auf den Tisch zu legen, wie es wirklich wird oder ist oder wird. Aber wir können uns sicherlich auf was gefasst machen, was in den nächsten Zeiten noch passieren wird. Besten Dank. In der Menschheitsentwicklung oder gesellschaftlichen Entwicklung. Danke. Besten Dank für diese mutige Aussage. Ja? Also, bis bald. Ja. Demnächst. Also, danke. Danke. Nochmal ein Bild der schönen und versöhnlichen Natur. Ein Glück, dass es die noch gibt. Noch. Verbote an mehreren Stellen in der Stadt gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wer ab heute einen neuen Personalausweis beantragt, muss seine Fingerabdrücke scannen lassen. Dadurch sollen die Ausweise fälschungssicherer und besser gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt werden. Datenschützer bezweifeln, dass das alles gelingt. Außerdem befürchten sie, dass mehr Behörden... Ich würde doch noch einen Kaffee geben in Berlin. Im Abschluss war ich früher ab dem Sommer. Ja, früher. Ja, mag ich doch besser. So, adios, Berlin. Straße in Berlin, mir haben die imponiert. Mein Vater fand das immer protzig, blöd. Aber mir gefällt das. Heerstraße. Das ist doch Wahnsinn. Bürgersteig, Fahrradweg, Nebenspur, eine Spur, noch eine Spur, Mittelstreifen, nochmal auf der anderen Seite genau dasselbe. Allein dieser Bürgersteig, das ist ein Kabelstrang, da ist ein Ab. Das ist doch alles Wahnsinn. Das ist schon irre, was du alles siehst, ne? In so einer großen Stadt.